deine WordPress-Anleitung und ein vollständiges Tutorial komplett auf Deutsch. In diesem Video bekommst du von mir ein umfassendes WordPress-Tutorial, eine WordPress-Anleitung und ich zeige dir Schritt für Schritt, wie du beim Erstellen deiner Website vorgehen solltest. Damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Praxisvideo. Mein Name ist Oliver Pfeil, ich helfe seit 2010 Menschen dabei, eine erfolgreiche Website mit WordPress zu erstellen. Und bevor wir in die Details einsteigen, möchte ich dir kurz verraten, was ich dir in diesem Video alles zeigen werde. Gehen wir die Punkte einfach mal kurz der Reihe nach durch. Als erstes bekommst du einen kurzen Einstieg in WordPress. Was sind die Vorteile? Wieso solltest du WordPress verwenden oder wieso solltest du WordPress nicht verwenden? Dann das Thema Hosting und Domain. Das ist ja die Grundvoraussetzung, dass du eine Website damit erstellen kannst. Dann werde ich dir die zwei Möglichkeiten zeigen, wie du WordPress installieren kannst. Zeige dir die Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme. Wir gehen auf das Backend ein, die Grundeinstellungen, sehen uns an, wie es mit Seiten und Beiträgen ist, was die Bedeutung und vor allem die Unterschiede sind, Menüs und Navigation und dann das Thema Themes, Plugins und zusätzlich jede Menge Tipps und Tricks. Als erstes werden wir hier eine Präsentation haben, das heißt, ich zeige dir ein paar theoretische Dinge, das sind ein paar wichtige Hintergrundinformationen, die du einfach kennen solltest. Anschließend wechseln wir direkt zu WordPress. Ich habe eine Testinstallation für dich vorbereitet und zeige dir dort live am Bildschirm, wie das Ganze aussieht, welche Schritte du wann machen solltest, einfach, dass du einen tollen Einblick in diese Materie bekommst. Gut, ich würde sagen, wir starten als erstes mit den Vorteilen von WordPress. WordPress ist das weltweit beliebteste CMS. CMS bedeutet Content Management System, bedeutet letztendlich nichts anderes als wie eine Software. Also eine Webdesign Software wird oft Content Management System genannt, weil du nichts programmieren musst, weil alles im Hintergrund automatisch für dich geschieht. Aber das Wichtigste für dich, WordPress ist die weltweit beliebteste Lösung, was bedeutet, es gibt viele Zusatzfunktionen und viele Dinge, darauf werden wir jetzt dann gleich auch noch eingehen. WordPress ist komplett auf Deutsch übersetzt, das heißt, es ist keine Sprachbarriere. Es gibt natürlich das eine oder andere Zusatztool oder Designpaket, das nicht auf Deutsch übersetzt ist, aber das ist eigentlich wirklich einfach handelbar und wegen der Sprache solltest du dir absolut keine Gedanken machen. Es gibt viele Designvorlagen. Designvorlagen nennt man in WordPress Themes. Viele davon sind kostenlos, einige davon kosten ein paar Euro oder ein paar Dollar, woher sie auch gerade kommen. Und das ist so, die kostenpflichtigen bieten einfach noch ein Stück weit mehr Funktionen an. Darüber hinaus gibt es viele Zusatzfunktionen. Diese Zusatzfunktionen nennt man Plugins. Das heißt, du kannst Plugins installieren und auch hier gibt es viele kostenlose und damit meine ich tausende kostenlose Plugins und auch einige Premium-Plugins. Es ist einfach zu bedienen und du kannst damit wirklich alles umsetzen, hast fast unbegrenzte Möglichkeiten. Ich möchte dir aber kurz jetzt noch ein paar Worte zu mir sagen, damit du weißt, wieso du mir zuhören solltest und wieso ich hier auch wirklich einen langen Background habe. Mein Name ist Oliver Pfeil, ich erstelle WordPress-Anleitungen seit 2010, das heißt, meine Firma hilft Menschen dabei, eine Website zu erstellen, aber nicht als Dienstleister, sondern ich nenne es jetzt einfach mal Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, von mir gibt es viele Anleitungen, Videokurse, E-Books und Lösungen, wie man eine erfolgreiche Website erstellt. Aus diesem Grund beschäftige ich mich intensivst mit Webdesign, mit Online-Marketing und diesen Themen. Ursprünglich habe ich einmal Bankkaufmann gelernt, hatte mir allerdings etwas anderes darunter vorgestellt, hatte keinen Spaß dabei und so bin ich zu dem gekommen, was ich seit mehr als 10 Jahren jetzt mache. Das ist dir zu helfen, wie man eine Website erstellt. Ich bin Baujahr 84, wohne im bayerischen Hinterland, versuche aber immer möglichst Hochdeutsch zu sprechen, damit du mich auch verstehst. Gut, jetzt zu WordPress. Was sind die ersten Schritte? Letztendlich sind das 3 Dinge und wenn du das erledigt hast, kannst du beginnen, deine Website damit zu erstellen. Punkt Nummer 1, und das ist die Grundvoraussetzung, du benötigst ein Hosting-Paket. Ein Hosting-Paket ist quasi der Ort,
wo dir die Technik zur Verfügung gestellt wird, der Webserver, der Speicherplatz, damit deine Website nicht nur auf deinem Computer, sondern auch draußen im Internet aufgerufen werden kann, also verfügbar ist. Es gibt viele gute Hosting-Anbieter, drei, die ich dir empfehlen kann, weil ich sie selbst benutzt habe bzw. bei Projekten benutze. Das ist zum einen Hetzner, das ist Host Europe und auch AllInkle. Damit möchte ich nicht sagen, dass andere Anbieter schlecht sind, aber mit diesen habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Wenn du jetzt noch keinen Anbieter hast, dann solltest du dir diese drei einmal ansehen. Falls du schon einen Anbieter hast, ist das natürlich auch absolut in Ordnung. Punkt Nummer zwei ist die Domain. Die Domain ist deine Internetadresse, also deine Postadresse im Internet. Bei mir ist das www.oliverpfeil.de, also mein Name in der Domain. Und du musst dich für dich entscheiden, ob du deinen Namen in der Domain haben möchtest, die Firmenbezeichnung, Vereinsname, eine Keyword-Domain, also ob die Suchbegriffe in der Domain sein sollten. Hier gibt es viele Möglichkeiten. Und die Domain kannst du auch bei deinem Hosting-Anbieter, für den du dich entscheidest, also Hetzner Host Europe, AllInkle, dann entsprechend beziehen. Punkt Nummer 3 ist die Installation. WordPress kannst du dir kostenlos aus dem Internet herunterladen. Und jetzt kurz vorab, es gibt zwei Möglichkeiten, wie du WordPress installieren kannst. Es gibt so eine One-Click-Installation und die manuelle Installation. Und im Laufe dieses Tutorials, dieser Anleitung, zeige ich dir, welche Variante die bessere ist. Gut, das kommt jetzt sogar hier schon, das heißt nicht im Laufe des Tutorials, sondern jetzt gleich. Es gibt die manuelle Installation und die One-Click-Installation. Die One-Click-Installation ist die einfachere Variante. Die meisten Hosting-Anbieter bieten das an, dass du quasi mit einem Klick WordPress automatisiert installieren kannst. Hört sich auf den ersten Blick oder sieht auf den ersten Blick super komfortabel, einfach und praktisch aus. Ist es auch, weil es schnell funktioniert. Allerdings ist das sehr, sehr fehleranfällig. Und du kannst ja so nicht deine eigene Struktur schaffen. Daher empfehle ich dir immer die manuelle Installation. Wenn du jetzt sagst, das ist eine private Website, wo du nur ein wenig herumtesten und ausprobieren möchtest, dann ist das in Ordnung. Wenn es aber eine kommerzielle Website ist, die für eine Firma, für ein Unternehmen oder auch für einen Verein erstellt wird, dann solltest du in jedem Fall die manuelle Installation wählen. Dazu findest du hier auf meinem YouTube-Kanal das ein oder andere Video, aber ich empfehle dir, dass du hier direkt meine Website besuchst, wenn jetzt die Installation das Thema ist, auf oliverpfeil.de/wordpress-installieren. Findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du das in die Praxis umsetzt, denn in diesem Tutorial geht es darum, dass ich dir so einen kompletten Einblick über WordPress gebe und nicht darum, nur isoliert die Installation zu beschreiben. Deswegen habe ich die Installation hier in diesem Artikel ausgelagert. Du findest die Links zur Website übrigens hier unterhalb des Videos. Sieh dir das einfach an und dann lernst du hier alles. Hier kurz eine kleine Werbung, bevor wir gleich weitermachen. Von mir gibt es ein WordPress-E-Book, das ist für Einsteiger und auch fortgeschrittene Anwender konzipiert. Darin zeige ich Schritt für Schritt, angefangen vom Hosting über die Installation, alle Schritte ganz detailliert. Vieles gebe ich hier kostenlos in den Videos auch preis, aber es ist natürlich so, dass wenn du eine Website erstellst, das ein umfangreicheres Projekt ist und so kann ich dir Schritt für Schritt zeigen und du kannst Schritt für Schritt die einzelnen Dinge durchgehen und hast damit einen roten Faden. Es ist für Anfänger geeignet, leicht verständlich auf 126 Seiten, das heißt keine komplizierte Fachlektüre und vor allem ich aktualisiere das E-Book laufend weiter. Bei Updates aktualisiere ich das E-Book und Updates sind für Kunden immer kostenlos. Auch hier findest du den Link unterhalb des Videos oder hier einfach oliverpfeil.de/go/wordpress-ebook. Gut, aber jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Wenn du WordPress installiert hast, wenn du die Grundeinstellungen gesetzt hast, dann kommt früher oder später die Frage, welches Design sollst du denn verwenden? Wie soll die Website aussehen? Und hier sprechen wir in der Fachsprache von Themes. Das Theme ist also das Design deiner Website und es gibt
sagen wir mal drei Dinge, für die du dich entscheiden kannst. Es gibt kostenlose Themes, diese kannst du dir frei aus dem Internet herunterladen, sind meistens schon ganz gut, aber haben halt nicht ganz so viele Einstellungen und Individualisierungsmöglichkeiten wie beispielsweise ein kostenpflichtiges Theme. Ein kostenpflichtiges Theme ist ein sogenanntes Premium-Theme und diese sind in der Regel besser programmiert, du hast mehr Möglichkeiten zur Individualisierung. Und dann gibt es noch den dritten Bereich bzw. die dritte Möglichkeit, das sind sogenannte Theme-Builder. Und ich empfehle dir hier den Thrive Theme-Builder. Thrive ist ein Anbieter und dieser hat eine Lösung entwickelt, wie du direkt in WordPress mit diesem Tool dein Design für dich erstellen kannst, und zwar über eine super tolle Oberfläche, ohne dass du irgendetwas programmieren oder in Codezeilen schreiben musst. Das Ganze funktioniert über eine innovative Oberfläche und du kannst dir den Header, das Menü großziehen, die Farben verändern. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Und das findest du hier auf meiner Website bzw. die Informationen dazu unter oliverpfeil.de/thrive-themes. Für dich ist wichtig, es gibt drei Möglichkeiten. Ein kostenloses Theme, das kannst du zum Testen verwenden. Wenn du ein Premium-Theme findest, das du bereits gut findest und sagst, okay, du möchtest nur noch ein bisschen an den Farben schrauben und Detaileinstellungen, dann ist das Premium-Theme für dich das Richtige. Wenn du sagst, du möchtest etwas komplett Individuelles, dann schau dir den Thrive Theme Builder einmal genauer an. Das nächste sind die Plugins. Plugins sind Zusatzfunktionen. Und das Tolle an WordPress ist, dass du WordPress modular erweitern kannst. Das heißt, wenn du eine Zusatzfunktion suchst bzw. eine Bildergalerie einbinden möchtest, dann installierst du ein Plugin für eine Bildergalerie. Wenn du ein Kontaktformular einbinden möchtest, dann installierst du einfach ein Plugin für ein Kontaktformular. Und das Schöne daran ist, dass du nicht grundsätzlich 100.000 Funktionen in WordPress hast, weil das würde das System kompliziert machen, das würde die Ladezeit erhöhen. Und in WordPress ist es so, dass alle wichtigen Funktionen enthalten sind und alles Individuelle kannst du per Mausklick hinzufügen, indem du entsprechende Plugins, die du dir wünschst, einfach installierst. Hier ist es auch so, es gibt viele kostenlose Plugins, sehr, sehr viele kostenlose Plugins und einige Premium-Plugins. Dazu gibt es auch auf meiner Website zusätzliche Informationen, wo ich dir bestimmte Plugins empfehle, die ich für gut finde. Den Link dazu siehst du ja hier. Gut, wie geht es weiter? Hier noch ein kurzer Ausflug auf meiner Website. Du siehst, ich habe hier ganz, ganz viele Inhalte auf meiner Website, deswegen verlinke ich auch gerne dazu. Unter oliverpfeil.de/WordPress-Anleitung findest du dieses Video hier nochmal und einfach ein Haufen an Informationen rund um WordPress. Gut, das hatten wir jetzt schon und jetzt würde ich sagen, wechseln wir direkt zu WordPress. Das hier ist das Backend von WordPress, der Administratorbereich, und nach der Installation kannst du dich mit deinen Zugangsdaten, sprich mit deinem Benutzernamen und deinem Passwort direkt einloggen. Du hast hier auf der linken Seite die komplette Navigation, zum einen das Dashboard, da findest du alles hier so in der Übersicht. Dann gibt es hier den Punkt Aktualisierungen. Wenn es eine neue WordPress-Version gibt oder ein Plugin, ein Theme, das du verwendest, ein neues Update ausgespielt hat, dann kannst du das hier direkt und einfach aktualisieren. Du findest hier dann die einzelnen Punkte, kannst das dann anhaken und so funktioniert das. Gut. Jetzt gehen wir, würde ich sagen, die Punkte einfach mal so durch, aber nicht der Reihenfolge, weil das jetzt vom Lernfaktor her vielleicht für dich anders besser ist. Starten wir mit den Einstellungen. Hier unter Einstellungen findest du alle grundlegenden Einstellungen. Zum einen Titel der Website, ich habe das jetzt WordPress Testinstallation genannt. Dann gibt es noch den Untertitel und hier steht grundsätzlich immer eine weitere WordPress-Seite. Und an dieser Stelle solltest du das natürlich entfernen und hier mit ein bis zwei Sätzen oder hier steht es in ein paar Worten erklären, worum es auf deiner Website geht.
Also der Titel eher kurz gehalten, der Untertitel kann durchaus ein bis zwei Sätze lang sein. Dann die Website-Adresse, das ist hier, also diese Seite brauchst du nicht aufrufen, .de ist meine eigentliche Website, das ist hier nur so zum Testen und damit ich dir hier ein Beispiel geben kann. Das wird aber nach der Installation automatisch hier vergeben. Das Ganze, auch hier die E-Mail-Adresse, bitte niemals an diese Adresse etwas schreiben, das ist eine Test-E-Mail-Adresse von mir. Hier wirst du leider keine Antwort erhalten. Schreibe immer an die Adresse, wenn du Fragen hast, die im Impressum auf meiner Seite ist. Gut, dann gibst du hier noch die Sprache der Website ein, die Zeitzone, das Datumsformat, wie du das haben möchtest. Und Woche beginnt mit Sonntag, glaube ich, ist immer voreingestellt. Und wir stellen das dann entsprechend auf Montag. Dann gibt es hier für Schreiben noch ein paar Einstellungen. Das lassen wir so, wie es ist. Bei Lesen hast du hier auch ein paar Einstellungen. Die wichtigste ist hier, dass du diese Einstellung auf Kurzfassung änderst. Je nachdem, ob du deine Website als Blog auch betreibst, ist das jetzt wichtig oder nicht wichtig. Aber hier immer die Kurzfassung. Und dann gibt es Sichtbarkeit für Suchmaschinen. Grundsätzlich, wenn deine Website live und online ist, sollte dieser Haken nicht gesetzt sein. Wenn du aber jetzt noch in der Testphase bist und deine Website noch nicht wirklich fertig ist, dann kannst du ja den Haken setzen und du siehst es ja selbst, Suchmaschinen davon abhalten, diese Website zu indexieren. Das heißt, dann erscheinst du nicht im Index. Diskussion, hier geht es eigentlich nur darum, wenn du bei Blogartikeln darunter erlaubst, dass Kommentare hinterlassen werden können. Ich habe das auf meiner Website deaktiviert mittlerweile, weil das ja nicht mehr ganz so zeitgemäß ist, weil das nicht mehr so genutzt wird wie früher zum Kommentieren und so weiter, wird ja eher Facebook und Co. verwendet. Daher habe ich das deaktiviert, aber hier kannst du die Einstellung für dich setzen. Den Punkt Medien, wenn du ein Bild in WordPress hochlädst, dann wird automatisch ein Vorschaubild daraus generiert und beispielsweise, wenn du ein Bild mit 1500 Breite hochlädst, dann wird eine große und eine mittelgroße Version daraus generiert und kannst hier definieren, wie groß denn diese Varianten sein sollen. So beispielsweise hier 600 und hier 900 wählst. Das kannst du aber selbst definieren. Dann gibt es die Permalinks und das ist eine wirklich wichtige Einstellung. Oftmals ist es so, dass standardmäßig hier einfach ausgewählt ist. Und das ist sehr schlecht, weil dann jede einzelne Seite mit Fragezeichen P ist gleich 1, 2, 3, 4 oder wenn es dann mehrere sind, 123, so dargestellt wird. Ich empfehle dir hier den Punkt Beitragsname anzuhaken, dann siehst du, dann wird hier das entsprechend so ausgefüllt. Das sieht dann einfach ansprechend aus, sowohl für Google als auch für deinen Nutzer. Und zu guter Letzt gibt es hier noch Datenschutzeinstellungen. Das ist ja eine Sache, der WordPress nachgekommen ist. Ich empfehle dir hier aber grundsätzlich, du brauchst ja ein Impressum und eine Datenschutzerklärung für deine Website, dass du dir von eRecht24 den Impressumsgenerator einmal ansiehst und damit dein Impressum erstellst. Dazu gibt es auf meiner Website und später dann auch noch mehrere Tipps und Tricks. Gut, dann starten wir mal mit den Inhalten. Grundsätzlich gibt es hier Seiten und Beiträge in WordPress. Wenn du eine Seite oder einen Beitrag erstellst, sieht das grundsätzlich einmal genau gleich aus von der Handhabung, hat aber einen großen Unterschied. Seiten verwendest du für die Startseite, für eine Produktseite, für die Über mich-Seite, für ein Impressum, für die AGBs, für solche Seiten. Beiträge verwendest du dazu, wenn du Blogartikel veröffentlichst, das heißt, wenn du aktiv bloggen möchtest. Da du Blogartikel in Kategorien einteilen kannst, aus diesem Grund solltest du Beiträge für das Blogging verwenden, für normale statische Seiten verwendest du hier Seiten. Und genau das machen wir jetzt auch einmal. Wir erstellen jetzt eine Seite und diese nennen wir Home. Also die Startseite. Und dann gibt es hier diesen Gutenberg-Editor und dann kannst du hier wählen, du möchtest einen Absatz, eine Liste und so weiter erstellen. Absatz wäre dann hier ein Text
Und dann hast du hier Formatierungsmöglichkeiten, dass du das Ganze fett markierst, kursiv markierst oder auch einen Link einfügen kannst. Und so kannst du der Reihe nach hier Listenpunkte, wenn du möchtest, einfügen und entsprechend hier Bilder, eine Galerie oder was auch immer du möchtest. Hier hast du verschiedenste Layout-Werkzeuge und Funktionen. Wir klicken jetzt auf Speichern. Bei Veröffentlichen wäre das dann sofort live. Können wir machen, ist eine Testseite. Und somit ist die Startseite erstellt. Und an dieser Stelle möchte ich dir einen wichtigen Tipp geben. Als erstes hast du hier unter Seiten eine Übersicht der ganzen Seiten. Und ich möchte dir jetzt eine Alternative zu diesem Editor, den du gerade gesehen hast, zeigen. Das ist nämlich der neue Gutenberg-Editor. Es gibt einige, die mögen diesen Editor nicht so besonders gerne. Und dafür gibt es ein Plugin, den Classic-Editor. Diesen kannst du installieren, indem du auf Plugins und Installieren klickst. Also wir sind hier schon in der Verwaltung, wo du Plugins installierst. Und dort findest du jede Menge coole Plugins, kannst auch nach bestimmten Plugins suchen. Und wir suchen jetzt nach dem Classic Editor. Dieser steht zwar hier schon so, aber hier oben möchte ich dir zeigen, wenn wir nach etwas suchen, dann finden wir das entsprechend. Gut, wir installieren diesen. Das dauert dann einen kurzen Augenblick. Nachdem er installiert ist, müssen wir noch auf Aktivieren klicken. So, jetzt findest du hier unter Einstellungen und Schreiben die Möglichkeit, den Classic-Editor oder den Block-Editor auszuwählen. Und jetzt sehen wir uns das an, wenn wir eine Seite erstellen, die mit dem Classic-Editor erstellt wird. Wir nennen diese Seite jetzt einfach Produkte und dann siehst du, dann hast du hier so einen Editor, den du aus deinem Textverarbeitungsprogramm kennst. Wir starten hier auch wieder so und dann kannst du das letztendlich genauso formatieren, aber hast hier einfach eine etwas andere Ansicht, kannst das auch verlinken, du kannst hier auch Listenpunkte hinzufügen, Bilder hinzufügen, diese kannst du hier direkt hochladen. Das heißt, das funktioniert letztendlich ähnlich, sieht einfach ein wenig anders aus. Du kannst das immer individuell gestalten. Ich speichere das jetzt nur kurz. Indem du auf Einstellungen und Schreiben klickst, kannst du zwischen dem Block und dem Classic Editor auswählen. Gut, wie du Seiten erstellst, weißt du jetzt. Jetzt ist es allerdings so, wenn wir uns die Seite ansehen, keine Sorge, das ist zwar ein schreckliches Design, aber das ist das Standarddesign von WordPress. Das werden wir auch gleich noch ändern, aber wie du siehst, findest du die neuen Seiten hier nicht. Das ist auch ganz klar, weil wir noch kein Menü angelegt haben. Und das findest du unter Design und Menüs. Und jetzt können wir hier ein Menü erstellen. Uns wurde das eh schon so hier mit Hauptmenü dargestellt und wir speichern das Ganze jetzt oder du klickst bei dir auf Erstelle ein neues Menü, wenn das nicht erscheint. Und dann hast du hier auf der linken Seite diese Seiten, die du schon erstellt hast. Wir haken diese an, klicken zum Menü hinzufügen und hier kannst du ganz einfach per Mausbewegungen, Drag and Drop, sagen wir hier immer, das Ganze in die gewünschte Reihenfolge verschieben. Und jetzt Vorsicht, bei jedem Theme gibt es hier andere Positionen. Das kommt einfach ganz darauf an, wie das Theme programmiert wurde. Und du kannst hier definieren, an welcher Stelle dieses Menü dargestellt werden soll. Und wenn wir uns das jetzt einmal ansehen, das aktualisieren, dann haben wir hier oben diese zwei Menüpunkte. Und jetzt sieht das Ganze zwar noch nicht so super schön aus, aber du hast eine Seite erstellt, du hast ein Menü erstellt und das Ganze funktioniert schon. Gut, dann sehen wir uns als nächstes die Themes an. Unter Design Themes findest du hier dein aktives aktuelles Theme. Und jetzt kannst du hier auf Hinzufügen klicken und an dieser Stelle findest du viele kostenlose Themes, die du verwenden kannst. Du kannst danach auch im Internet googeln und dann hier bestimmte Themes eingeben. Wichtig ist, hier findest du nur kostenlos angebotene Themes, Premium-Themes, also die kostenpflichtigen Themes, diese findest du hier nicht.
Du kannst hier nach populär, nach neueste suchen, also wie es dir denn so gefällt. Ein populäres und beliebtes Plugin ist das Plugin, das Theme, entschuldige, Ocean WP, und das installieren wir jetzt einfach mal. Du klickst einfach auf Installieren und im zweiten Schritt können wir das direkt aktivieren. Jetzt ist es so, jedes Theme hat unterschiedliche Einstellungen und wir hatten es gerade schon beim Menü. Das Menü muss man einer bestimmten Position zuordnen. Das heißt, wir sehen uns jetzt das Hauptmenü noch einmal an und die Position im Theme ist hier allgemein. Wir könnten noch Top-Bar verwenden. Ich hake jetzt mal beides an und dann sehen wir uns hier einfach mal an, wo wird das dargestellt. Das heißt hier einmal hier oben und hier, und ich denke, das ist die Top-Bar und das ist die Hauptnavigation. Und ich nehme Top-Bar jetzt einfach nochmal heraus, aktualisiere das Ganze und dann sieht das hier so aus. Jetzt findest du unter Designs den Customizer. Und wenn du darauf klickst, kommst du in ein neues Menüfenster und es dauert immer etwas, bis es geladen ist. Und hier kannst du die Farben und einige Dinge verändern. Textfarbe im Header, jetzt machen wir hier mal rot daraus. Beziehungsweise hier haben wir nichts hinterlegt. Klicken wir hier mal auf Farben, Menüs, Hauptmenü. Ich muss mich selbst ein wenig hier durchboxen, weil ich mit diesem Theme noch nichts gearbeitet habe. Hier die Top-Bar, das ist die, die hier oben wäre. Hier können wir sagen, wie soll denn das Ganze hier aussehen? Hier möchten wir beispielsweise ein Rot als Hintergrund. Und so kannst du mit diesem Customizer relativ viel hier anpassen. Bei jedem Theme ist das ein wenig anders, aber das wird ja immer schön dargestellt. Kopfbereich, Footerbereich, wie soll das hier so aussehen? Dann kannst du hier auch die Höhe letztendlich definieren, wie du das haben möchtest. In voller Breite, wie die Hintergrundfarbe sein soll. Das passt jetzt natürlich so nicht zusammen, aber es geht hier auch nicht darum, dass ich dir das schönste Design zeige, sondern dass du weißt, wo du was findest. Und dieser Customizer ist für jedes Theme etwas anders. Für kostenlose Themes ist das ein wenig weniger einzustellen. Für ein kostenpflichtiges Theme kannst du hier halt sehr viel einstellen. Gut. Als nächstes zu den Plugins. Hier haben wir ja schon den Classic Editor installiert. Grundsätzlich ist es so, dass du beliebig viele Themes oder auch Plugins in WordPress installieren kannst. Wichtig ist, du solltest nur diese installieren und aktiviert haben, die du auch wirklich verwendest. Wenn du ein neues Plugin installieren möchtest, klickst du hier auf Installieren und du kannst jetzt entweder aus dem Plugin-Katalog auswählen oder du klickst auf Plugin Hochladen. Dann kannst du ein zuvor gekauftes Plugin hier über diesen Weg hochladen. Die Vorgehensweise ist immer dieselbe, wenn du jetzt beispielsweise, wir suchen jetzt einfach mal nach Bildergalerie oder nur Bilder, und jetzt einmal angenommen, du möchtest dieses Plugin installieren, ich kenne das jetzt gar nicht, aber dann gehst du hier wieder auf Installieren, anschließend auf Aktivieren, wie wir es vorhin auch schon bei dem Classic Editor gemacht haben. Und damit denke ich, hast du jetzt einen guten Einblick in WordPress. Ich möchte das Ganze jetzt nochmal kurz zusammenfügen. Das Dashboard, hier findest du die Übersicht und kannst Dinge aktualisieren. Seiten, Medien, Beiträge, hier geht es um die Inhalte. Designs, das ist das Theme, das Design deiner Website, kannst du hier mit dem Customizer individualisieren. Und dann gibt es hier noch die Plugins, das sind die Zusatzfunktionen. Unter Einstellungen kannst du alle Einstellungen setzen und hier Benutzer könntest du weiteren Benutzern die Möglichkeit geben, hier in WordPress mitarbeiten zu können. Gut, jetzt möchte ich dir noch zwei Links ans Herz legen. Besuch meine Website unter oliverpfeil.de/WordPress-Anleitung. Dort findest du das Ganze, was du hier gelernt hast, noch einmal schriftlich zusammengefasst. Und das Zweite, was ich dir empfehle und absolut ans Herz lege, das ist
mein WordPress-E-Book. Darin erkläre ich dir Schritt für Schritt von A bis Z, wie du eine Website erstellen kannst. Ich denke, du hast jetzt schon gesehen, dass ich sehr strukturiert vorgehe und dir bereits hier in diesem Video ganz, ganz vieles absolut kostenfrei verrate. Aber natürlich muss auch ich meine Brötchen verdienen und kann dieses E-Book oder meinen Videokurs, der übrigens 100 Videos umfasst, wo ich dir alles direkt live zeige, was du wo einstellen musst, natürlich nicht alles verschenken. Daher ist, denke ich, an dieser Stelle eine kurze Eigenwerbung auch erlaubt. Du findest dieses E-Book auf meiner Website oliverpfeil.de/go/wordpress-ebook oder du klickst hier einfach in die Beschreibung unterhalb des Videos auf den Link. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, du konntest einen guten Einblick in WordPress gewinnen. Denk daran, der erste Schritt ist, ein Hosting-Paket auszuwählen. Der zweite Schritt ist, eine Domain zu reservieren. Der dritte Schritt ist, WordPress zu installieren. Und dann kannst du hier damit starten. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben gibst. Abonniere unbedingt meinen Kanal, denn darin bekommst du viele, viele zusätzliche Tipps und Tricks zu Webdesign, zu WordPress, zu Zusatzfunktionen und was es denn so alles gibt. Und wenn du das getan hast, wenn du den Kanal abonniert hast, wenn du das Video geliked hast, dann klicke hier unter dem Video auf die Beschreibung und schaue dir dieses WordPress-E-Book an. Das spart dir ganz viel Zeit und du wirst in kürzester Zeit damit eine coole Website erstellen. Viele Grüße und bis bald. Dein Oliver Pfeil.